So, ist das die Frau hier? Ich hab keinen Bock mehr auf den Kork da. Da war so ein Kork, Alter. Ich weiß nicht, wie man Korks hochbekommt. Auf dem Berg. Genau, ich kann. Ist das die? Hey. Dort hinten aufbrechen. Hey, die ist ja voll komisch. Der Hilfesuchende. Da hieß auch die Insel. Wo wir auch eigentlich hochgehen könnten. Ach ja. Ist ja auch noch einer. Knochenbockschild. Interessant. Warum kann ich ihn nicht tauschen? Hast du das schon gezeigt, Jan, ne? Da, dann werde ich das nächste. Ja, wenn ich das hier zurück nicht mal 16, ne? Hey, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Haben die jetzt alle Flattermann Regie? Nee, da sind noch mehr. Das ist ein kranker Gegner. Ins Wasser. Au, au, au. Boah, Junge. So. Hey. Noch einer. Oh, nö. Der soll hier was sein oder? Hey, ich verstehe gar nichts. Da ist er doch. Ah, hier. Jo, jo, ich komme. Zeit, dass ich dich zurückließ. Ich war nur in solcher Sorge um die Person, in der ich hoffe, Hilfe zu bringen. Aber. Leid. Oh. Diese Klippe ihn auf. Ah. Ja, als ob die da. Als ob die das schafft, einfach. Wen willst du verarschen? Klar, die kann den Berg hier hochklettern, ohne einen Kratzer und alles. Mit Sicherheit. Ey, wie die verarschen. Oh, das ist ja ein Krok.
Gerade noch so. Diese Crocs sind auch so nebensächlich, ne? Weil es so viele sind. So viele. Auch interessante Steine, ne? Arena-Ruine. Ah, hier ist dieses Vieh, ne? Wo wir mal reingelandet sind. Was noch zu OP ist. Hier hochgeklettert ist, ne? Unnötig von mir, ich danke dir. Wer ist die Frau? Oh. Sie erwarten uns an den herabgestürzten Ruinen auf der gegenüberliegenden Klippe. Hey. Ja, warum muss ich denn jetzt hier hoch? Das Ding kann man nicht bewegen, ne? Was waren da überhaupt für Monster drin? Oh. Ja, dieser. Haben wir denn da eine Kirsche schon? Das ist einfach eine Kirsche. Da hat er immer doch die Kirsche im Dorf. Oder einfach hochklettern, weil. Aber ein Krok. Ja, schnell. Alles klar. Oh. Selbstgerechtigkeit, du bist Levelschaffer, weißt du ja. Hey, so treffen wir uns also endlich. Ja, es war so klar. Hallo? Boah, ist der nervig. Hallo? Boah, die sind so nervig. Warte. Mehr. Das ist eine Truhe. Ah, jetzt kommt der Vogel wieder, oder? Also, na gut, dieses Mal lasse ich dich noch ziehen. Aber sei gewarnt, beim nächsten Mal gibt es keine Gnade. Das haben wir schon komisch, warum die auf einmal da ist und auf einmal da ist. Hallo Kollege. Hier hat es sich verschlagen. Eine ganz schöne Strecke, muss ich sagen. Ich habe aus der Luft das Gebiet abgesucht, in dem die geheimnisvolle Frau gesehen worden sein soll. Dann habe ich Stimmen gehört und da warst du auch schon. Also hast du einige interessante Fakten rausgepickt. So war das Mäuschenmörder. Es ist bekannt, dass sie gut im Verkleiden sind, aber er hätte gedacht, dass sie sich als Dorfbewohner ausgeben. Und all das nur, um die Leibwächter der Prinzessin vor zu locken. Üble Sache. Du bist ziemlich geschickt, wenn es dir jetzt sogar gelingt, den Jäger zu entwischen. Als ein Kollege bin ich stolz. Ja. Hier ist für Nest-Häkchen. Zappau! Sechs, Alter. Willst du dich verarschen? Noch sechs? Sachen. Da ist die Fee. Ich
Triple X von unten. Mann. So. Gehen wir mal hier hoch. Oder ist sogar der Schrein, kann natürlich sein. Naja, Schrein ist glaube ich da drauf, ne? Shit. Klebt noch. Ein Auge brauchen wir. Gar nichts da. Dann der Stab. Dort nichts. Das war scheiße. Oh, oh, oh. Wir haben gerade keine. Was ist das denn da? Achso. Ne, hier ist der Schrein. Warte mal, wir machen erstmal einen Schrein. Und dann gehen wir hoch. Also wir sind jetzt dann drin. Kraftübertragung. Heißt was? Ah, warte mal. Jo. I see. Beide müssen sich drehen. Heiß für mich. So, oder? Wunderbar. Okay. Was ist das für eine Plattform, was war? Soll ich am Schreien? So. Jetzt geht's glaube ich so nicht. Deswegen folgendes. Falsch.
Da ist die Truhe. Kommen wir da überhaupt hoch? Das haben wir geschafft. Ah, okay. Naja. Naja. Nein, hör auf! Meine Güte. Hauptsache, ich komme hier hoch. Aber ganz verstehe ich den Dungeon überhaupt nicht. Dass man die Dinger hoch machen kann. Keine Ahnung. Hätte immer besser mal überlegen sollen. Ja, ich habe versucht. Ging nicht. Ich kam nicht hoch. Wieso immer? Das ist, glaube ich, zu hoch. Ja, ich gehe jetzt Richtung Kirsche. Da ist auch noch so ein Symbol. Da ist aber auch was. Lass doch mal die Kirche im Dorf. Okay. Was sind wir denn jetzt hier? Was mache ich? Guck mal, ist er hier? Oh nein, das sind wieder solche. Ah ja, na, ich bin erschrocken, ey. Drecksbaum. Ja. Ist der immer noch?
Hab ich schon hier eine Markierung gemacht. Was ist die denn? Ach da. Das ist doch ein Todesberg. Komm her. Oh mein Gott. Okay. Ist das deren Festung oder was? Oh shit. Oh shit. Wer bist du denn? Ah, Junge! Ich muss heilen. Alter. Die abziehen, ne? Seine eigenen Bossbock. Horn. Den Stein werfen. Ja, was hat der jetzt hier bewacht? Welch Scheiß hat er jetzt hier bewacht? Warte mal. Mit ihrem eigenen Auge? Hey, warte. Nein! Sehr gut. Scheiß auf. Truhe. Truhe. Königsschild. Ja, betreib halt. Zuerst das Ritterschild, dann haben wir ein Königsschild. Wohin mit den Schildern? Na komm. Mal, was hier ist. Hoffentlich nichts Böses. Ja, okay, böses ja, aber kein Boss, bitte. Ruin des Tempels der Zeit. Hm? Hier ist so eine Fee. Aber ein Groß. Schauen wir mal. Gästeplateau, Schlosstor gefangen auf dem Grund des Wassers. Ja. Was heißt das? Können wir das auch entfernen? Hier unten ist auch noch was. Das ist ein Dorf. Schönes Wetter, ne? Hier sind solche Tafeln, warte mal. Was ist das? Sind das Symbole? Sind sie überall? Was machen die da? Die Vollidioten. Durch Nauspause. Er ist an der Höhle. Oh,
eine starke Waffe. Nehmen wir die hier. Oh, shit, 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 shit. Alter. Das sind alle schwach zu sich. Jetzt erst. Hey, was machen die jetzt? Ach, das ist Verteidigungsstellung. Hey. Sieht er viel. Holy shit. Jetzt will ich den unbedingt töten. Holy shit. Holy shit. Muss da was zu fotografieren? König Zweihänder. Jeder Schwede. Hört ihn auch eigentlich gerade fotografieren, aber. Bossbock Herz. Schwarzer Bossbockhorn, Alter. Hier können wir auch direkt mit dem hier fusionieren, ne? Oder? Oder den hier. Ja. Aha. 41. Das ist stabil. So ein schwarzer. Können wir mit dem hier fusionieren? Aber warum sind die automatisch kleiner? Ich verstehe es nicht. 27 hat er, okay. Ein paar Bäume auseinandergenommen. Das Lager von denen ist hier. Ja, genau, das habe ich gesehen. Ist ja was Besonderes, oder? Ah, okay. Das ist wieder so eine Scheiße. Okay. Das geht noch nicht mal. Willst du dich verarschen? Hä? Warum geht das denn nicht? Ganz sehr cool. Ganz merkwürdig. So, jetzt gehen wir aber auch hier zum Häuslein. Das ist ja auch mal so ein paar Teile, die wir mitnehmen können. Das waren. Das war, glaube ich, der stärkste Trupp, den wir je besiegt haben. Ist das so krass bewacht? Was ist das? Au. Heugabel. Haben wir das schon. Hä? Die habe ich ja nie aktiviert. Wieder rein. Warte mal. Nee. Weiß wie. Mit Feuer natürlich. Nehmen wir am besten. Nee. Wer ist da? Oh, was zum... Wer ist da? Es ist Link. Link ist hier auf zum Gegner... Oh nein.
Nee. Wir sind echt ein OP. Dorf gekommen hier. Ich hab echt auch wenig an. Junge! Raste mich doch aus, ey! Ist das denn ernst? Schwertbanane. Junge, 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 Junge. Und schon wieder ein Gewitter. Oh, da ist Rubin drin. Rubine fallen lassen. Dann können wir wieder gucken. Zahnin Langschwert. Welches Nummer denn? Weg. Nee, nix. Was ist denn hier drin? Hallo? Hä? Wer bist du denn? Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich mach mich sofort an die Arbeit. Was? Du hast die Jägerbande vertrieben? Das heißt, ich kann jetzt nach Hause gehen? Ja. Ich kann eigentlich gar nicht gut nähen. Aber die Jägerbande hat mich gezwungen, diese komischen Klamotten anzufertigen. Warum und wofür? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Aber wahrscheinlich sind sie wegen meiner schicken Sugano-Kleider auf mich aufmerksam geworden. Ach, ich will nicht, dass sie dieses von mir gefertigte Teil kriegen, aber mit mir herumtragen will ich es auch nicht. Ich habe eine Idee. Du kannst das Teil haben, wenn du willst. Jägermaske. Sie scheinen der Jägerbande wirklich wichtig zu sein, aber mir sind sie eher ziemlich egal. Außerdem habe ich da mich so wie so schon so verkleidet, dass ich ein Mädchen meine Gefühle gestehen kann. Sie heißt Nobo und ist wirklich süß und auch so modebewusst. Sie müsste jetzt in einem der Städte sein. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Ich werde sie sicher finden. Wir sehen uns. Was ist das hier? Oh nein, sag mir, es gibt mehrere von diesen Lager. Wo die Rüstungen sich auch befinden. Das kann natürlich sein.